Verdammt nochmal, yeah. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fangen ihn noch einfach mal so an. I'm free from the Kauf, bitch. Oh mein Gott. Kein Kauf mehr. Ich kann es nicht glauben. Heute gehen wir zu Hertha. Gott da oben hatte gewollt, dass ich gesund werde und das bin ich wieder geworden. Und jetzt gehen wir dahin, fahren auswärts nach Bielefeld. Ich fahre jetzt zur Messe, treffe mich mit meinen Jungs. Es ist 7.22 Uhr, 8 Uhr treffen wir uns. Ich liege sehr gut in der Zeit, aber ich habe ja auch eine Woche lang für diesen Tag hier eigentlich gelebt. Nur gepennt, Anime geschaut, gefressen. Heute mentale Vorbereitung geht komplett aufs Spiel. Leute, fuck, Alter, das wird so krass. Ich freue mich brutal. Fit, Brille auf dem Kopf, T-Shirt an, lange Hose, die Sneaker werden's, natürlich Strichjacke rüber, Schal darf nicht fehlen. Los, kurz zwei Vorbereitungen, geht schon los. Waagerecht? Was soll ich machen? Einfach nur halten. Was geht? Frei aus der Quarantäne, ich hab's geschafft und ja, wie ihr schon seht, bereit fürs Bielefeld-Spiel. Wir gehen heute auswärts, fahren da jetzt hin. Vorbereitung, die ihr machen müsst bei der Auswärtsfahrt, ist ganz klar. Ja. Wir kommen hier, suchen wir mal eine Tasche. Extra 1, 2, 3, 4 Schals mit, mehr genommen. So. Vorbereitung eigentlich die einzige, die ihr treffen müsst, haben wir schon beim ersten Schal im Block gelernt. Der Schal muss hier hinten ausgelegt werden. Eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte. Sonst Platzwahl, ich bin leider hier hinten, ihr seht schon, wir sitzen in einer kleinen Maus drin. Ob jetzt hier, ob wir mit Ladies fahren? Nee, leider nicht. Ist die Karre von meinem Homie Fabio, schaut uns an ihn, ist eine Damenkarre. Ja, aber es passt schon. Hängt mal noch einen Schal hier raus, damals wie bei der EM 2006, Leute. So ist es nämlich noch, mit Fahne draußen fahren. Wer kennt's, Leute? Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Geht jetzt mal los. Quatsch, wann ist das hier am Anfang? Und ja, damit wollen wir los. Freiheit für Ultras. Komm, klatsch mal einen ran hier. Regel Nummer 1. Hey, ich verbreiten. Kann nicht mehr kleben, ich krieg hier noch. Was? Freiheit für Ultras. Achso. Mal schön auf die Mülltonne drauf. Das sieht doch richtig Bombe aus. Das klingt so scheiße. Erste Pisspause am Pissort. Wir haben noch 2 Stunden 30 vor uns mit der Fahrt. Traumhaft. Kippe schmeckt da wieder Bombe nach so einer Langfahrt. Meine Beine fallen ab. Nur noch 2 Stunden. Ich rechne mal noch einmal Verfahren mit ein. Wir haben uns schon einmal verfahren, weil verquatscht. Aber hey, das ist das Leben. Ist ja schon mal so eine gute Fahrt. Plan ist, da ankommen, erstmal irgendwas phrasen. Hab Bock eigentlich auf ein Schnitzel. Gibt's irgendeine Bielefelder Tradition, irgendwas Traditionelles zu essen? Gibt's da irgendwas Besonderes zu essen? Nee, why food? Oh, damn, Bro. Was ist das? Banane? Damn. Perfekte Vorbereitung, sagst du? Okay. Ja, die Finlay, die ist auch komplett noch im Koma von gestern. Digga, wenn du läufst, da kommt Rauch noch von gestern aus der Bar. Mit dem kleinen Ferrari sind wir hier angekommen. Ja, schon ein paar Etanern gesehen auf dem Weg, Leute. Ich sag euch, Regel Nummer 1, wirklich der Schal oben. Was ist denn TF eigentlich auf dem Kennzeichen? Was heißt das? TF. Habe ich schon ein paar Mal gesehen und die hatten auch Hertha-Schal drin, deswegen dachte ich. Okay, ah, ja. Das alte Spiel von früher noch, was Mutti und Papi immer gespielt haben. Auto-Dingsraten. Ja, kennst du dich, Leute. So, ich mach die mal aus, weil wir wollen noch zu BK oder zu MC, zu McDoof. Traumhaftes Frühstück essen. Ein schönes Croissant mit Nutella. Frisch aus der Quarantäne, Guys. Mir geht's so Bombe, Alter. Ich habe für den Moment gelebt. Der Hertha Gott hat mich wirklich befreit. Was ist Corona? Einer der seltenen Momente in meinem Leben, wo ich es schaffe, zu McDonald's zu gehen und es gibt wirklich noch Frühstück. So, was holt man sich denn jetzt Fiefiges? Ist noch Maskenpflicht hier drin in dem Viech? Was holst du dir? Scan mich, gib mir Fressen. So, Pulverrührei, Viechung oder? Ich glaube, hier will man die menschliche Sache holen. Holt ihr euch gar nichts? Gar nichts? Ich hole mir kein Filet und Fisch und alles andere. Holst du dir nicht mal den McMuffin? Hol mir mal einen Buttercroissant mit, bitte.
Jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt schlecht. Croissant? Croissant für den Herrn, okay. Ein Cappuccino. Was haben wir hier drin? Die Ghetto-Tasche oder was ist denn hier drin? So ein komisches Fisch. Was war das? Egal, ist das auch Hash Brown. Hash Brown. Und mal hier, gucken wir mal. Inbegriff von der Viechung. Ey, was denn? So anders als auf diesem Foto. Geht rein. Die kommt denn echt anders aus. Guck mal, so ist es halt. Schmeckt aber okay. Ist halt alles Chemie. Danke. Vorbereitung drauf. Spiel geht bald los. Das muss ich. Ich hab leider nicht die Kapazitäten dafür, alles zu machen. Ja, du kannst bei mir rausnehmen. Hallo Renzo. Pause, 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 Pause. Läuft hier irgendwie nicht, aber die nutzen wir natürlich vorbildlich. Klatsch mal einen rauf hier, einen rauf, frech. Was ist denn hier, Digga? Ultra fein. Das ist schon wieder stylisch. Ja, die Hand war sauber. Eingeflext. Hauptschau, Junge! Die Meute pilgert zum Stadion. Oh, 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 oh. Besser, so fühle ich mich sicher. So, auf dem Weg zum Hexenkessel. Auf dem Weg jetzt zum Hexenkessel oder was, Jungs? Geht los. Die Wege sind lang, ihr hört schon, der Motor ist irgendwie an. Leicht gebrochen, ich muss rein, ich muss ein bisschen sinken. Sonst werde ich für mich irre hier im Kopf, sage ich ganz ehrlich. Das ist doch mal ein Look. So, wir sind hier drin. Links von uns sehen Sie die Pissstätten. Damen, Herren. Würstchenstand. Ja, sieht hier irgendwie überhaupt nicht spannend aus, muss ich mal ehrlich sagen. Toilettefilm? Ey, kannst du nicht mal. Hier mal noch Toilette oder was? Hier? Keine Kamera. Jungs, ey, wir waren doch gerade eben schon alles grün. Da geht was nicht, was für ein Guck mal hier, hier gehen die Deals, Alter. Ja, Bruder, gib mal echt auf, mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto. Gut, ich bleib mal hier alleine, perfekt. Davy Selke! Davy Selke! Okay. Jo, was geht? Erste schlechte Nachricht an diesem Tag ist, wir kommen an ins Stadion. Gerade die Bier auf komplett Krampf noch schnell getrunken. Erfahren dann am Bierstand, es gibt einfach nur alkoholfreies Bier. Bedeutet, man hat sich geopfert, sich von der Truppe abgewendet und ist nochmal schnell zum Kiosk hingerannt und hat ein bisschen Alkohol geholt. Positive Sache an Bielefeld ist, alles ist ja einfach nur 10 Minuten entfernt. Da, wo wir parken, ist das Stadion 10 Minuten entfernt. 10 Minuten ist auch der Hauptbahnhof entfernt. Und ich glaube, würde ich hier am Ende von Bielefeld wohnen, ist es auch nur 10 Minuten entfernt. Deswegen muss ich sagen, absolutes Weh bis jetzt. Puh, leicht außer Atem. 5 Jägermeister mitgenommen zum Schmuggeln. 4 haben es reingeschafft, mein einer Jägermeister. Aber es ist ein Opfer, mit dem man leben muss, um alkoholfreies Bier zu bekämpfen. Einer gemockert, Digga, oder? Ich weiß, es wird nicht gerne toleriert, aber ich muss ein paar Worte sagen, sonst ist ja kein Stadionblock. Spiel, ich habe ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Ihr seht schon, wir sind in der Nähe des Blocks, heißt, wir sehen die ganze Zeit. Problem ist, es gibt kein Bier. Jägermeister, reingeschmuggelter, ist leer. Es ist hart, aber wir schaffen es natürlich trotzdem, die ganze Zeit zu überleben. Es ist ein super Ding, eine super Stimmung. Desto mehr ich hier reinrede, desto böser schauen mich meine Leute an, dass sie sagen, Dicker, Kamera ist im Block absolut verboten. Leute, ich glaube, jeder, der sieht, weiß, dass die Kamera im Block verboten ist. Deswegen muss ich mich zurückhalten. Wir hören uns nach dem Spiel. Es ist gerade Pause, deswegen sitzen wir natürlich. Abschiss. Kurze Sache, diese Spiele hier. Ist schon hier wie im Shakun, Digga. Ich sag ehrlich, das Ding hält mich richtig gefangen, Alter. Gefangen. Ist okay. Der Preuß im Stadion aktiviert, wenn ihr den Fuß auf dem jeweiligen Gegnersitz habt.
haben, bei dem Verein wird ein Sieg sein. Ich habe ehrlich dran gedacht. Hört diese Stimme, sieht dieses gebrochene Gesicht. Spiel verloren. Gefeiert. Alkoholfreies Bier im Stadion. Das sind die Worte, die ich dafür habe. Vielleicht schaffe ich gleich nochmal nach dem Wasser ein paar mehr Worte zu fassen, aber absolut gebrochen. Oh Mann, Männer. Das köstlich, Worte zum Spiel. Nicht so viele Aufnahmen sind möglich. Wir waren direkt im Geschehen. Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als im Geschehen zu filmen. Ich wurde schon böse angeguckt von meinen Jungs und auch noch von anderen Leuten. Deswegen musste man es durchziehen, ganz einfach. Sonst, ich sage ganz ehrlich, 1-1 schmeckt nicht. Fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich kann es nicht anders sagen. Jungs, irgendein Kommentar zum Spiel, bitte. Ich fand's okay. Okay. 1-1 zu 3. Was ist nicht? Guckt euch an hier, das ist unser. So sauer sind wir hier, Alter. Wir passen uns den Bielefelder Alm hier an der Pisse. Schluck Wasser großer zur Belohnung. Wie auch immer. Nehmen noch ein bisschen irgendwas auf der Heimfahrt auf, weil, wie gesagt, wir haben gar nichts hinbekommen. Aber mal gucken, was wir noch hinkriegen. Stimme ist komplett weg. Wirklich gebrochen. Ich muss mal hier selber zu euch reden, das ist Schauer. Fabio, Digga, lass doch mal 10 Minuten chillen. Willst du noch chillen, sag mal, oder nicht? Mm-mm. Ich will los zu McDonald's oder so. Da eine Cola trinken, heißen Tee. Guckt euch mal meine Stimme an. Bei Mac ist ein Bier, Digga, ist gut. Mann, Digga, ich kann kotzen. Wir nutzen die Zeit produktiv. Wir nehmen hier was auf. Spiel war kacke, ich wiederhole es nochmal. Ich schaue mir später noch mal die Zusammenfassung an. Vielleicht habe ich dann andere Worte, aber ich sage ehrlich. Mein Kumpel Fabio hat mich vorhin erinnert, gerade eben, dass das letzte Spiel, letzter Stadionwalk fast das legendäre Video war. Mit Davy Selke, unserem alten Kumpel Davy Selke. Drehen wir jetzt echt um? Ja. Jetzt ist frei geworden von uns. Na endlich! Endlich. Wir stehen ja nicht schon seit einer Stunde in der Schlange. Das ist ein gebrochenes Gesicht.